schöner Tag. Wenn er zu Ende geht, ist nichts mehr, wie es war. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hallo, ihr da draußen. Schön, dass ihr dabei seid bei unserem zweiten Freispruch Online Jugendgottesdienst. Diesmal zum Thema Wunder geschehen. Ich danke meinem Team für die Mithilfe zu diesem Gottesdienst. Als da wären Mariska, Levi, Erik, Felix, Marion, Chris, Christian, Simon und Luisa. Und ich freue mich ganz besonders, dass der Jens Daniel Mauer, Pfarrer in Mittlingen-Schalbach, diesmal für uns die Ansprache bereithält, auf die ich mich ganz besonders freue, und ich wünsche euch nun einen schönen Gottesdienst. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship his holy name, sing like never before. Zu Beginn möchte ich mit euch beten. Guter Gott, wir sind hier mit all unseren Gedanken, unseren Sorgen, mit unserer Schuld, aber auch mit dem, was uns freut und was uns stolz macht. Ich bitte dich, sei du bei uns in diesem Gottesdienst, öffne uns Ohren und Augen und Herzen und mach uns offen für deine Wunder in unserem Leben. Amen. Lass uns beten mit Worten aus Psalm 98. Genug gesungen für ihn, neue Gesänge genug. Nun will ich ein Wunder. Zwei Hände, die Fesseln lösen, zwei Arme um mich hin. Nun will ich ihn endlich sehen. Zwei Arme hin um alle kriegführenden Völker. Seine rechte Hand Wunden heilend, seine linke austeilend Wasser und Brot. Plötzlich steht vor den Augen der Menschheit ein rettender Engel. Und Herrlichkeit des Neubeginns strahlt von ihm aus. Nun erklingen Töne, die nie vorher erklangen, himmlische Harfen, rosenes Sonnengeläut. Nun singen auch die Weltmeere mit, in allen Sprachen erdröhnen die Berge, klatschen und flöten die Flüsse. Posaunt es der Kosmos einmütig. Denn morgen wird kommen der Kommende, denn heute ist er geboren und Recht wird er sprechen. Ein Recht, das nicht krumm ist, Erhöhung aller Erniedrigten, auf Erden Frieden. Amen. Ich lese euch aus Markus 6 die Speisung der 5000 vor. Da haben sich ganz viele Menschen um Jesus versammelt, weil er gepredigt hat. Als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu ihnen und sprachen: Es ist öde hier und der Tag ist fast vorüber. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer ringsum gehen und sich Brot kaufen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Und sie sprachen zu ihm: Sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihm: Wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie: 5 und 2 Fische. Und er gebot ihnen, dass sie sich alle lagerten, tischweise auf das grüne Gras. Und sie setzten sich in Gruppen zu 100 und zu 50. Und er nahm die 5 Brote und 2 Fische und sah auf zum Himmel, dankte und brach die Brote und gab sie den Jüngern, damit sie unter ihnen austeilten. Und die 2 Fische teilte er unter sie alle. Und sie aßen alle und wurden satt. Und sie sammelten die Brocken auf, 12 Körbe voll und von den Fischen. Und die Brote gegessen hatten, waren 5000 Mann. Und er tut auch Worte durch Wunder, Stunde um Stunde. Tag für Tag tut er, heute noch Wunder, Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag.
und er tut auch Worte noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag, tut er heute noch Wunder. Stunde um Stunde, Tag für Tag, Tag für Tag. Hey, hallo, na? Wie geht's euch? Gut. Seid ihr fit und gesund? Ja. Wunderbar. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Gleich kommt ja jetzt Daniel und die Predigt halten. Hier sieht's ja aus. Muss man immer erst aufräumen, bevor man Gottesdienst feiert. Ja, mit Musik machst du vielleicht noch viel mehr Spaß. Okay, Mariska, machst du die Kisten? Ich mach die Stühle und du Felix das Licht? Ja, dann schau ich mal welchen Licht. Alles klar. Und denk dran, Abstand halten. So. Okay. Warum geht jetzt der Kronleuchter nicht an? Normalerweise macht das immer die Technik. Willst du jetzt sagen, dass du nicht weißt, wie man den Kronleuchter anmacht? Daheim habe ich auch keine Kronleuchter. Aber wir müssen uns beeilen, um 19 Uhr geht's los. Ja, normalerweise ist es auch ganz einfach. Hast du schon mal mit dem Lichtschalter probiert? Nee. Ah. Das war jetzt aber nicht sehr verwunderlich. Wunder geschehen, ich hab's gesehen. Es gibt noch so vieles, das wir nicht verstehen. Na, 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 na. Wunder geschehen. Was meint ihr? Was hat der wohl Jesus dazu gesagt? Schließlich war er der Experte. Wie viele Leute hat er nochmal satt gemacht mit 5 Broten und 5 Fischen? 5000 oder so. Wow. Aber sowas gibt es heutzutage noch gar nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Aber du singst doch. Wunder geschehen. Was meint ihr? Glaubt ihr an Wunder heute? Ich meine, das beste Wunder war doch das, als er das Wasser zum Wein gemacht hat, oder? Aber ich glaube, heute Morgen, da ist mir mein Marmeladenbrot runtergefallen. Und dann, nachdem es das also dreimal überschlagen hat, ist es auf der richtigen Seite gelandet. Und ich konnte es einfach aufheben und weiter essen. Aber es war wahrscheinlich schon nur Zufall, oder? Ich weiß nicht. Also ich habe neulich meine Tasche verloren. Da war alles drin, Geld, Handy, Schlüssel, wirklich alles. Und ich habe überall gesucht und sie einfach nicht mehr gefunden. Und dann kam irgendwann mein Nachbar und hat mir die Tasche gegeben. Ich habe die, glaube ich, irgendwo an der Bushaltestelle oder so liegen lassen. Auf jeden Fall war noch alles drin. Aber das war doch auch eher Glück als Zufall, oder? Ja, ist ja egal, ob es Glück ist oder ein Wunder. Also neulich, da hatte ich einen Termin in Kampen. Und dann musste ich über den Bittinger nach Lörrach nach Hause fahren. Und es war schon dunkel. Und da kam ein Reh. Ich habe gerade vor das Auto gesprungen und konnte gerade noch ausweichen und bremsen. Und bin auf der Straße geblieben und nichts passierte. Das war schon wie ein Wunder. Oder vielleicht, weil ich so gut Auto fahren konnte? Das ist eine gute Frage. Meint ihr denn, es gibt heutzutage noch so Gottes Wunder, seine Spuren in unserem heutigen Leben? Willst du eine Nacht fertig philosophieren und erstmal fertig machen? Der Pfarrer ist gleich da. Genau, und dann heißt es wieder, in der Villa Jugendkirche ist nur Chaos. Wunder geschehen, ich hab's gesehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen, ich war dabei.
Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Wunder geschehen, ich hab's geschehen. Es gibt so vieles, was wir nicht verstehen. Wunder geschehen, ich war dabei. Wir dürfen nicht nur an das glauben, was wir sehen. Glaubt ihr an Wunder? Ich mache die Frage persönlich. Glaubst du an Wunder? Heute in deinem Alltag? Ich bin der Frage mit einer meiner Konfi-Gruppen nachgegangen. Ich zeige euch das Whiteboard, das dabei entstanden ist. Wir haben uns angenähert und zuerst mal gefragt, was ist eigentlich ein Wunder? Was macht ein Wunder aus? Die Konfis haben Worte aus der Wortfamilie gesammelt. Seht ihr oben rechts in hellblau? Wunderbar, wundervoll, wunderschön und bewundern. Einerseits ist ein Wunder etwas erfreulich Überraschendes. Allerdings drücken die Worte verwundert und wunderlich eher eine Reaktion auf etwas unmöglich Scheinendes aus. Da schwingt Skepsis mit, ob das denn wirklich passiert sein kann. So ein paar krasse Wunder sind den Konfis auch gleich eingefallen. Jemand wird von einer eigentlich unheilbaren Krankheit gesund. Vielleicht Krebs. Jemand lernt nach einem Unfall wieder laufen oder sprechen ganz neu. Nach einer Gewalttat wird ein Betroffener wieder seelisch gesund. Auch Jesu Verwandlung von Wasser zu Wein oder eben Jesu Speisung der 5000, das sind krasse Wunder. Da wäre ich gern dabei gewesen. Und dann gibt's ja auch noch die Alltagswunder. Im Anspiel war es das Marmeladebrot, das auf der richtigen Seite gelandet ist. Die Tasche, die mit allen Wertsachen wieder seinen Besitzer gefunden hat. Der Autounfall, bei dem fast nichts passiert ist, nur ein leichter Blechschaden. Aber wie sieht's denn mit der Erklärbarkeit aus? Wir aufgeklärte Menschen sind ja ganz heiß drauf, alles erklären oder wie es im Lied von Nena hieß, verstehen zu können. Und ganz schnell wird dem Erklärbaren das Wunderbare abgesprochen. Ist doch klar, dass dein Marmeladebrot heute Morgen aus genau der Höhe mit dem Drehmoment auf der richtigen Seite gelandet ist. Logisch, dass deiner Familie beim Wildunfall nichts passiert ist. Bei dem Fahrkönnen und der Konzentration deines Vaters? Klar, dass du deine Tasche wiederbekommen hast. Du hängst ja nur mit absolut anständigen und duften Typen ab. Manche gehen so weit, dass sie sogar eine Geburt für völlig normal halten. Können wir doch alles bis ins kleinste Molekül erklären. Also kein Wunder. Das Lied Wunder geschehen, das wir eben gehört haben, hat die Sängerin Nena bereits im Jahr 1989 geschrieben. Kurz davor hatte sie ihren Sohn Christopher
zur Welt gebracht. Christopher wurde geboren, sein Organismus allerdings war nicht lebensfähig. Einige Jahre später berichtete Nena in einem Interview, ich zitiere, die Ärzte sagen damals, Christopher wird nie lachen können. Und dann kam der Moment, wo er mich plötzlich anlächelte. Im Krankenhaus schrieb ich den Song. Ich habe gelernt, in ganz, ganz kleinen Schritten zu denken. Das Leben ist voller Wunder. Nena musste ihren Christopher nach 11 Monaten beerdigen. Doch gerade wegen dieser Erfahrung wirbt sie in ihrem Lied darum, im Kleinen, im Alltäglichen die vielen Wunder zu entdecken. Der Song fehlt bei kaum einem Konzert von ihr. Entdecken. Ein klasse Begriff in dem Zusammenhang, finde ich. Wir als Konfi-Gruppe waren uns letztlich einig. Im Prinzip ist doch das ganze Leben ein Wunder. Können wir hinter allem ein Wunder entdecken? Ob es nun erklärbar ist oder nicht? Wunder geschehen dort, wo wir sie willkommen heißen. Wunder geschehen dort, wo wir sie willkommen heißen. Als Christen haben wir allen Grund dazu, denn wir glauben an den Gott der Wunder. Und jetzt zeige ich dir nochmal unser Whiteboard. Siehst du, die grüne Dimension, sie zieht sich durch alle Gedankenebenen durch. Ist es nicht der dreieine Gott, der alles geschaffen hat, samt Naturgesetze? Ist es nicht er, der die Naturgesetze auch außer Kraft setzen kann? Ist es nicht er, der uns Menschen dazu begabt hat, die Erde zu erforschen und das Leben auf der Erde zu organisieren? Kommt nicht auch von und durch ihn die Befähigung, seine Wunder im Alltag zu entdecken und als solche zu erkennen? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Einer meiner Lieblingssätze in der Bibel. Ein Bote Gottes stellte diese Frage dem 100-jährigen Abraham und seiner nicht viel jüngeren Frau. Kurz davor hatte er den beiden punktgenau ihren ersten Sohn angekündigt. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Abraham und Sarah bekommen ihren Sohn. Nena kriegt das Lächeln ihres Christophers. Der dreieine Gott begegnet dir in deinem Alltag und er will dich darauf aufmerksam machen, auf wundervolle und wunderbare Art und Weise. Ich habe Lust und ich bin neugierig, mit dem Gott Beziehung zu leben. Wie sieht's bei dir aus? Glaubst du an den Gott der Wunder? Glaubst du an den Gott, der Wunder tut, heute, in deinem Alltag? Lasst uns gemeinsam seine Wunder willkommen heißen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir gehen wie blind durch die
zur Welt und übersehen leicht dein Handeln und dein Tun. Hilf uns zu sehen und zu verstehen, dass wir in deinen Wunderhänden ruhen. Wunder, Wunder werden wahr, Zeichen, die noch nie ein Auge sah. Wunder, Wunder geschehen, eröffne uns die Augen, dass wir Wunder sehen. Wunder, Wunder werden wahr, Zeichen, die uns sagen, du bist da. Wunder, Wunder geschehen, eröffne uns die Augen, dass wir Wunder sehen. Mit einem Wunder verbindet man eigentlich immer etwas Positives. Auch beim Wunder hoffen, wenn alles unmöglich erscheint oder etwas als wunderbar bezeichnen. Es ist also eine positive Abweichung von der Norm, welche nicht einfach rationalisiert werden kann und die auch nicht intuitiv zu erwarten wäre. Ein aktuelles Beispiel wäre die Meldung der 102-jährigen Frau, welche die Corona-Infektion überlebt hat. In vielen Zeitungen wurde von ihrer Geschichte erzählt, weil es gegen die Erwartungen spricht. Ist das ein Wunder? Oder wie ist das mit dieser Wunderkerze? Nicht jedem ist hier sofort klar, warum sie in solchen schönen Funkeln abbrennt. Das grenzt sie von normalen Kerzen ab und bringt viele Leute ins Staunen. Natürlich kann man auf Wikipedia die physikalischen und chemischen Erklärungen dazu durchlesen. Dann ist es quasi logisch oder normal, wieso eine Kerze so abbrennt. Es liegt also sehr im Auge des Betrachters, ob es ein Wunder ist oder nicht. Das gilt nicht nur für die Kerze. Und heißt das dann, sobald etwas logisch erklärbar ist und man es nachvollziehen kann, ist es kein Wunder mehr? Anders gesagt, ist eine Wunderkerze weniger wunderbar, weil man erklären kann, warum sie so wunderschön abbrennt? Meiner Meinung nach macht das keinen Unterschied. Beim Thema Wunder muss ich immer an einen Fratrein denken. Wir leben auf einem blauen Planeten, der sich um einen Feuerball dreht, mit einem Mond, der die Meere bewegt. Und du glaubst nicht an Wunder? Ich denke, jeder Astrologe könnte mir erklären, warum diese ganzen Abläufe so passieren. Für mich ist es trotzdem nicht weniger ein Wunder. Meiner Meinung nach ist die ganze Welt voller Wunder. Man muss sie nur erkennen. Herr, wir bitten dich für Betroffene von Trauer und Krankheit, dass es ihnen schnell besser geht und du ihnen beistehst. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, in vielen Wohnungen und Häusern gibt es immer wieder Unruhe und Streit. Du versprichst aber Frieden und Lebensfreude. Ich bitte dich, lass uns einander freundlich ansehen. Sende deinen Frieden. Schenke uns die rechten Worte zur wichtigen Zeit. Worte, die versöhnen und helfen. Worte, die uns weitertragen. Wir bitten dich für Menschen, die auf der Flucht sind. Für Betroffene von Krieg und für die Menschen, die in Armut leben müssen. Gerade in Zeiten, in denen jeder mit sich selbst beschäftigt ist, werden sie vergessen. Sei du bei ihnen und hilf ihnen auf ihrem Weg. Guter Gott, wir bitten dich, dass du unseren Partnerkirchen in Indonesien und Kamerun weiter beistehst und ihnen in dieser schweren Zeit Mut und Hoffnung schenkst. Wir bitten für unsere Familien und Freunde. Herr, segne ihr Zusammenleben, vor allem auch in dieser momentanen Situation. Sie sollen, ob in der Nähe oder in der Ferne, beieinander sein und sich gegenseitig stützen. Wir bitten um ihre Gesundheit und Geduld, all das zusammen durchzustehen. In der Stille bringen wir vor Gott, was uns ganz persönlich tief im Herzen bewegt. Thank you.
Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gegen Ende, wie immer, die Infos aus der Villa Jugendkirche und der Bezirksjugend. Diesmal können wir euch leider nicht zu Hotdog und Cola einladen nach dem Freispruchgottesdienst, aber immerhin zu Open Villa Live. Jeden Donnerstag, 16 Uhr auf Instagram villa.bjm. Da könnt ihr uns besuchen und mit mir oder anderen ins Gespräch kommen. Wir freuen uns auf euch. Außerdem wäre es schön, wenn ihr diesen Freispruchgottesdienst euren Freunden und Freundinnen weiterempfehlen könntet. Und den Link www.villa-jugendkirche.de. Wir lassen uns nicht abschrecken und planen im Sommer ein paar kleinere Aktionen, chillige Open Villa Sommer Lounge und einiges mehr. Wenn euch das interessiert, dann werdet ihr auf unserer Homepage auch Infos finden. Bis dann und alles Gute. Mögest du dir die Zeit nehmen, die stillen Wunder zu feiern, die in der lauten Welt keine Bewunderer haben. So segne dich der barmherzige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy is falling like sweet spring, spring rain. Mercy is falling all over me. Hey yo, hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forevermore. Hey yo, I receive your mercy. Hey yo, I receive your grace. Hey yo, I will dance forevermore.